Ich bin standfest. Hans weiß, was er will. Mit seiner neuen Liebe zusammenziehen. Aber Gisela zögert noch. Du verwirrst mich immer wieder. Das ist wieder schön, ne? Du bist unentbehrlich. Barbara und Peter lieben sich seit einem Jahr und sind gerade zusammengezogen. Mann, ey, die stehen auch nicht, wenn ich das mache. Und wie kannst du mich mal langsam, nur ehrlich? Und schon kommt's zu Missverständnissen. Und Ute ist noch auf der Suche. Wenn ich mir einen Mann backen könnte, dann wäre ich gerne ein Mann, der groß ist, stattlich und vielleicht noch ein paar Haare hat auf dem Kopf, wäre nicht schlecht. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Siebzig, Single, zurück im Leben. Für Ute darf jetzt der zweite Frühling beginnen. Die Frankfurterin lässt sich nicht anmerken, was sie die letzten Jahre durchgemacht hat. Ja, weil ich mich wirklich gerne mal schick mache. Deshalb brezel ich mich ein bisschen auf. Seit kurzem hat Ute ein neues Hobby. Ich gehe sehr, sehr gerne tanzen. Ich bin wieder am Anfang. Ich muss wieder viel, viel üben. Und es macht einfach unwahrscheinlich viel Spaß. Die vergangenen Jahre hat Ute kaum an sich gedacht. Sie hat ihren schwerkranken Mann gepflegt. Letztes Jahr ist er gestorben. Nach 46 Ehejahren ist sie jetzt wieder allein. Ich habe meinen Mann sehr geliebt. Wir sind tatsächlich durch dick und dünn gegangen. Und wir haben uns wirklich und wahrhaftig gern gehabt und Höhen und Tiefen erlebt, wie das in jeder Ehe ist. Jetzt will Ute nicht länger in alten Erinnerungen schwelgen, sie möchte raus. Das Leben endlich mal wieder genießen. Was hier nach einer langen, glücklichen Ehe aussieht, ist in Wahrheit ein frisch verliebtes Paar. Der 84-jährige Hans aus Mainz hat sich die 11 Jahre jüngere Gisela geangelt. Vor ein paar Monaten beim Seniorentanz gingen sie auf Tuchfühlung. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt hier und entdecke plötzlich diese Dame da am Nachbartisch. Und ich habe gedacht, diese Blume, diese Ausstrahlung muss ich sofort mal zum Tanzen auffordern. Gisela war genau wie Hans alleine da. Mir hat von Anfang an gefallen, dass er charmant ist und gepflegt aussieht, gute Manieren hat und der Gentleman alter Schule ist. Hans ist der erste Mann, der Giselas Herz erobert seit dem Tod ihres Mannes vor mehr als 30 Jahren. Und vor kurzem hat auch Hans seine Lebensgefährtin verloren. Ja, und du müsstest jetzt noch mal, ob das halt mit dem Birnbaum hinkommt, dass Barbara und Peter sind seit knapp einem Jahr zusammen. Die beiden haben sich im Winter ein altes Reihenhäuschen im Süden von Berlin gekauft. Es ist noch viel zu tun, jetzt soll noch ein Gartenzaun her. Ja. Du, ich bin voll im Plan. Alles klar. Wir gehen mit der Liste und gut ist. Okay. Ich habe immer fertige Bilder im Kopf und wenn die nicht eins zu eins umgesetzt werden, dann bin ich nicht glücklich damit. Gut, alles klar. Die 52-jährige Floristin und der 10 Jahre ältere Rentner haben beide Kinder aus ihren früheren Beziehungen und sind geschieden. Mein erster war halt lustig und wir haben uns aber im Laufe der Ehe so gegensätzlich entwickelt, sodass das einfach keinen Sinn mehr gemacht hat. Kinder waren groß und da habe ich mein Köfferchen genommen und bin gegangen. Ob das so geht, dass es mir nicht wie auf den Kopf fällt wie letztes Mal. Ja. Du darfst loslassen. Mein Leben lief dann als Singlefrau mit meinen Freundinnen und meinem Beruf, war ich eigentlich voll ausgefüllt. Und hab nicht dran geglaubt, dass mich noch mal jemand wachküsst. Ah, das ist wieder schön, ne? Du bist unentbehrlich. Siehste, ich werd gebraucht, juhu. Barbaras frotzelnde Art hat ihm von Anfang an gefallen. Er hat sie auf einem Filmset kennengelernt, wo beide als Statisten im Einsatz waren. Nee, da ist zu viel gerade. Mann, ey. Nee, noch da ein Stück.
Und er musste sehr hart um sie kämpfen. Sie hatte die Nase voll von Männern. Ich gebe dir gleich noch Dekonadeln. Manchmal war das sogar so weit, dass ich eben dann Tatsache, weil ihr Zweifel zu groß war, dann mich einfach aufs Auto gesetzt habe und mal runtergefahren bin und sie besucht habe, um sie zu überzeugen, dass ich es wirklich ernst meine. Und letztendlich ist es dann auch gelungen, ja. Peter hat sie dann sogar so überzeugt, dass sie sich schon nach 4 Monaten gemeinsam das Häuschen gekauft haben. So schön ein eigenes Reich auch ist, das Einrichten bietet Stoff für Zoff. Heute geht's zum Baumarkt. Ich bin ja da. So, also mal gucken, was wir jetzt machen. Ja, wir müssen erst mal alles kriegen. Ne? Ute verwandelt ihre Dreizimmerwohnung gerne mal zum Catwalk. Gleich geht's nach Bad Homburg ins Tanzcafé. Dort will sie heute ihren Traummann finden. Jetzt geht's raus, wieder neue Abenteuer erleben und flirten und vielleicht Schmetterlinge im Bauch zu haben. Da freue ich mich darauf. Die ehemalige Büroangestellte sucht einen Abenteurer mit Niveau. Einer, der sie auf dem Motorrad mit um die Welt nehmen würde. Die Suche beginnt heute im kleinen Flitzer ihrer Freundin Anneliese. Single wie Ute. Siehst du auch wieder heute. Mal gespannt, was jetzt los ist. Ein Drittel der über 60-Jährigen in Deutschland sind alleinstehend. Die meisten davon Frauen. Manchmal dauert es ja lang, bis so ein interessanter Mann kommt. Ich glaube, manche Männer haben auch Hemmungen. Ja, das ich denke das mir, gell? Ja, das verstehe. Das Tor zum Tanzhimmel öffnet sich für jeden. Der Eintritt ist frei. Sieht toll, ist aber schon toll. Musik ist echt prima. Und über Männermangel kann man sich heute nicht beklagen. Aber das sind nicht die einzigen Verführungen, die hier locken. Guck mal, sieht ja wieder echt lecker aus. Lecker, ja. Ja. Ganz klar. Wolfgang ist auch schon da. Oh, unser Platz ist frei. Hallo. 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 Schönen guten Abend. Ich grüße dich. Wolfgang ist heute solo hier. Seine Tanzpartnerin hat ihn versetzt. Und auch andere sind allein gekommen. Also ich finde, in unserem Alter ist es wirklich recht schwierig. Aber wenn, ich würde mich durchaus gern verlieben. Aber Liebe, wie du so schön immer gesagt hast, das war so ein herrlicher Spruch. Ja, genau. Ambulant, aber nicht stationär. Nee. Also lieber einen attraktiven Lebemann ab und zu treffen, als einen Mann, der nur eine Haushälterin oder Pflegekraft braucht. Auf keinen Fall zurück ins alte Rollenbild. Die Damen wollen ihre Freiheit genießen. Eine feste Beziehung nicht ausgeschlossen. Schmetterlingsgefühle über 50 bei dir. Ja, die erwarten wir. Sehr schwer. Sehr, ja, sehr schwer, aber die erwarten wir. Viele sagen ja, eine Beziehung, wo beide nicht zusammen wohnen, wäre viel besser, als wie wenn man den Alltag von morgens bis nachts zusammen hat. Ja. Ja, du klar. Siehst nicht, wie einer sich auszieht, ob der Bauch da ist oder sonst irgendwelche Handicaps. Ja. So ist viel netter. Ja klar, das stimmt schon. Vor allen Dingen, man kann sich romantisch verabreden. Genau. Und jetzt der Erste, der zum Tanz bittet. Wird der Funke überspringen? Der Abend hat gerade erst begonnen. Es geht nach Paris. Hans will Gisela heute die Stadt der Liebe zeigen. Sie soll wissen, er meint es ernst mit ihr. Als Oberamtsrat hat Hans viel von der Welt gesehen. Reisen ist seine Leidenschaft. Gisela dagegen hat da noch einiges nachzuholen. Also, mir geht's wunderbar, muss ich sagen. Ich freue mich so auf Paris. Das erste Mal in die Stadt der Liebe und mit dir zusammen, Hans. Das ist doch toll. Das Wetter spielt nicht. Ich wachse schon. Du wächst schon, ja, ist gut. Wir wachsen beide ein bisschen. Toll. Die 5 Stunden von Mainz nach Paris vergehen fast wie im Flug. Hans hat eine Überraschung. Ein Symbol der Liebe. Auf dieses Vorhängeschloss schreibt er ihre beiden Namen. Ein Plus musst du dazu, oder? Bitte? Ein Plus da vorne. Was ein? Ein Plus. Alter, schön zu verlieben, Nick. Und dann für das Schloss ein schönes Plätzchen finden.
auf der berühmten Pont des Arts, so wie es Liebespaare aus aller Welt hier tun. Ich habe einen passenden Platz gefunden. Ja, super. Wenn du jetzt dich dafür entschließen könntest, würde ich dir die Hand führen, oder? Ja, kannst du machen. Ein Liebesschloss in Paris. Ob das hilft, dass Gisela nun wirklich bei ihm festmacht? So, drück du sie bitte zu. Zack. So. Und jetzt? Und jetzt natürlich die Highlights, die bei keinem Besuch in Paris fehlen dürfen. Die Reise soll schließlich romantisch in Erinnerung bleiben. Zurück in Berlin. Barbara plagt der Rücken. Die Freizeit der beiden Hausbesitzer besteht seit Monaten aus Heimwerkern. Auf dem Plan heute? Die Sachen für den Gartenzaun kaufen. Noch ist alles friedlich, aber der Baumarktbesuch ist noch lange nicht zu Ende. Ja, das ist gut aus, oder? Ja. Hey, du Müllerkrieger, auf geht's, komm. Posten holen. Jetzt noch die Farbe aussuchen. Aber die Geschmäcker sind verschieden. Ich hätte wirklich lieber gerne diese Dickschichtlasur, weil die ist einfach stabiler. Die Farbe doch, streicht die, sich doch, hier wie Wasser. Wir haben genau so gemacht. Das, warum willst du mich denn jetzt durchsetzen? Ich meine, das. Ja, weil ich klein bin, ich brauch das. War sehr witzig. Mit dem Garten. Ja, dann mach, wie du willst. Ja, mach ich auch. Habe ich jahrelang geübt. So ein Stoffel. Ob sich das wieder einrenkt? Der Traumprinz ist Ute im Tanzcafé leider nicht erschienen. Jetzt will sie was Neues ausprobieren. Speed-Dating. Und vorher eine Stilberatung von ihrer Tochter Corinna. Sie war es auch, die ihre Mutter ermutigt hat, wieder nach einem neuen Partner zu suchen. Ja, aber ich tendiere zu dem Blauen. Wie sieht's aus? Ja. Oh, niedlich. Also ein bisschen was vom Nachthemd. Hast doch, hab ich doch gesagt. Hältst halt die Luft an. Geht's noch mit der Atmung? Wunderbar, da passen zwei von dir rein. Oh, das sieht doch aus wie ein Geschenkbonbon. Du musst der BH noch weg und siehst aus wie ein Geschenkbonbon, was wir auspacken kann. Oh, ja, super. Am Anfang war es für mich nicht leicht, weil der Papa doch sehr dominant war in meinem Leben auch. Und ich habe ja niemand anders an ihrer Seite gesehen und da erlebt, also die ganzen Jahre hinweg. Und jetzt hat sie zarte Kontakte, sie ist selbst auch noch ein bisschen unsicher und prescht noch nicht so vor. Aber sie knüpft Kontakte und ehrlich gesagt, ich finde es wesentlich schöner, wenn sie jemand an ihrer Seite hat, als wenn sie alleine bleibt. Yes. Und Ute, wie sieht's aus? Ja, das gefällt mir. Das sieht gut aus. Was meinst du? Ja, ist das richtige Kleid für Speed-Dating? Jetzt fehlt natürlich lediglich noch die Hautcreme, auch meine Sonnenbrille, noch ein paar Tabletten. Hans will das Wochenende bei Gisela verbringen. An und für sich freue ich mich, da rauszufahren jetzt. Weil da eine ganz neue Sonne aufgeht. Noch lieber wäre ihm, wenn seine neue Sonne zu ihm ziehen würde. Ich habe dieses Haus mit den eigenen Händen gebaut. Und eigentlich wollte ich in diesem Haus bis zum Ende aller Zeiten wohnen. Hans Haus, ein Potpourri voller Erinnerungen aus seinem bewegten Leben. Mit 4 Kindern, Enkeln und 2 Partnerinnen, die beide zu früh gestorben sind. Noch führen Hans und Gisela eine Fernbeziehung. Sie wohnt in ihrem eigenen Haus, 8 Kilometer weiter. Hier hat sie ihre Kinder großgezogen und mit ihrem Mann gelebt, bevor er gestorben ist, vor 30 Jahren. Guten Morgen, mein Schatz. Morgen. Hast du mir was mitgebracht? Ein paar Blümchen für dich, Dankeschön, mein Goldschatz. Zurück in Berlin. Während Barbara schon auf der Arbeit ist, schmeißt Rentner Peter den Haushalt.
dadurch, dass Barbara den ganzen Tag arbeiten geht, finde ich es ganz okay, wenn ich es hier mache. Vor allen Dingen haben wir anschließend ja viel gemeinsame Freizeit. Damit sie diese Zeit möglichst zusammen haben, holt Peter seine Barbara öfter mal von der Arbeit ab. Das heißt, eine Stunde mit der Bahn quer durch Berlin. Der Streit im Baumarkt gestern steckt ihm noch in den Knochen. Blödsinn. Wozu haben wir uns da hinreißen lassen? Weil das kennen wir ja aus den früheren Beziehungen. Dann ging es sofort knack. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Also ich denke mal, die Beziehung ist noch so toll und so intakt und so frisch, dass das uns überhaupt nicht aus der Bahn werfen kann. Barbara ist wie immer um 4 Uhr morgens aufgestanden, zum Großmarkt die Ware holen. Seit 7 steht sie im Laden. Sie will selbstständig bleiben, Peter nicht auf der Tasche liegen. Und sie braucht das Geld. Wir haben das Haus gekauft, Kind studiert, wir haben noch große Pläne. Und ja, das Leben fängt einfach mit über 50 nochmal von vorne an. Am liebsten aber ohne Streit. Hallo, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Speed-Dating-Veranstaltung. In Frankfurt gibt es heute Speed-Dating für über 60-Jährige. Ute ist zum ersten Mal dabei. 5 Männer, 5 Frauen und jeweils 7 Minuten Zeit für ein Gespräch. Danach wird gewechselt. Sinn und Zweck des Ganzen? Sich in möglichst kurzer Zeit einen ersten Eindruck von seinem Gegenüber zu verschaffen. Ute hat sich einen Fragenkatalog zurechtgelegt. Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? Was hast du denn für ein Hobby? Ich habe den Garten, ich reise gerne, den Weinhandel, dann mache ich noch selbst Sekt, ja. Und die vertreibe ich. Ah ja. Wenn du mal Interesse hast an der Verkostung, dann rufst du mal an, kannst auch mit Freunden kommen, größere Gruppen, es geht auch. Welches Haustier hast du? Keins. Wir hatten früher immer Katzen gehabt. Ja. Die 7 Minuten vergehen schneller als gedacht. So, meine Lieben, die erste Runde ist geschafft. Seid ihr noch alle fit? Ja? Gut, dann bitte ich euch, einmal in die Richtung aufzurutschen. Los! Hallo, wie ist denn dein Nickname? Wie lange bist du denn schon Single? Hast du ein Haustier? Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? Ja, das ist immer, das kommt drauf an, ja, eigentlich schon. Das ist mir ja schon passiert, aber ob es mir jetzt nochmal passiert, ich glaube es noch. Hast du ein Haustier? Haustier? Haustier, ja. Ja, Haustier, ich hatte mal einen Dackel gehabt. Ja? Ein Raumdackel. Der ist grün, toller Typ. So ein toller Typ wie du. Hast du irgendwelche Allergien oder irgendwelche Laster? Ich trinke sehr selten. Ich laufe sehr viel und ich bin auch noch ganz recht gut beieinander. Das sieht man doch. Doch, du hast sehr schöne Haut, das muss ich schon sagen. Das Kompliment muss ich dir schon machen. Oh Gott, ja. Welche Marke rauchst du, beziehungsweise rauchst du? Nein, ich rauche nicht. Wunderbar. Ich habe ein Laster. Ich gehe gern tanzen. Du tanzt sogar? Ja. Ich bin ein absoluter Nicht-Tänzer. Was mir noch so eingefallen ist, kochst du auch gern? Also ich suche eigentlich... Das ist nicht meine Welt. Nicht ich koche. Nein, ich koche nicht sehr gern. Gemeinsamkeiten? Fehlanzeige. Bei aller Liebe. Ein Gedanke, der Gisela oft beschäftigt. Hans ist 11 Jahre älter als sie. Und sie wird ihn wahrscheinlich überleben. Ich habe immer noch meinen Mann im Kopf. Der ist also hier umgefallen und ist gestorben. Und ich, das habe ich dann immer noch im Hintergrund. Und deshalb war ich erstmal ein bisschen zögerlich, überhaupt die Bindung einzugehen. Denn das ist schon eine Geschichte. Wenn man die einmal erlebt hat, ist das schon schwierig. Aber ich habe mich dann doch entschlossen. Ich habe gesagt, wir schaffen das beide und egal wie es wird. Ja, die Liebe ist groß genug, würde ich sagen. Heute ist nicht nur Hans zu Besuch, sondern auch Giselas Kinder. Tochter Antje und Sohn Heiko wollen den Wildwuchs im Garten ein bisschen eindämmen. Schwiegertochter Barbara war übrigens eine der ersten, die mitbekam, dass Gisela sich verliebt hat.
Wir hatten es ja schon mal so ein bisschen vermutet, weil sie immer am Strahlen war. Und irgendwann hatte sie mich gebeten, sie zum Arzt zu fahren. Und ich bin in ihr Zimmer reingekommen und da stand ein Bild von einem hübschen Mann. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hoch, wer ist das denn? Und dann sagte sie freudestrahlend, das ist meine neue Flamme. Und war wie eine 17-Jährige, hat geleuchtet. Wir hatten auch auf einmal so eine ganz neue Ebene, so unter Frauen, mal so ein Mädchengespräch geführt irgendwie. Das kannte ich jetzt gar nicht. Aber die Beziehung löst bei Giselas Kindern auch Bedenken aus. Hugo, Abtransport. Ja, genau. Was ist denn hier? Hugo, guck mal, viel größer. Ich mache mir schon etwas Sorgen, weil ich glaube, wenn sich ein Leben so dreht, von jemand, der viel zu Hause gesessen hat, jetzt auf einmal auf Tanzveranstaltungen geht, Reisen, ich glaube, sie sind letztens nach Berlin gefahren, da macht man natürlich wesentlich mehr, als man gewohnt ist und vielleicht auch mehr, als der Körper überhaupt so mitmacht. Und manchmal achtet sie eher auf die Tabletteneinnahme vom Hans als auf ihren Blutdruck. 1, 2, 3, los. Gisela ist sich zwar sicher, dass sie mit Hans zusammen sein will. Über das Wie und Wo grübelt sie noch. Wenn wir zusammen sein wollen, ist es schon schwierig, denn ich liebe hier mein Haus und meinen Garten. Aber langfristig vielleicht in ein Seniorenheim, ins betreute Wohnen zu gehen, das wäre noch eine Möglichkeit. Ob Hans da mitziehen würde? Auf! In Berlin stehen die Zeichen auf Versöhnung. Ich bin noch am Ausputzen. Du, ich mache jetzt mal sofort den Dämpfer. Was mit deinem Ruck? Zack, pack ich weg da. Ja, okay. Peter ist immer da, wenn Barbara ihn braucht. Geht nicht. Heute muss der Dämpfer am Blumenwagen repariert werden. Er war früher Seemann und ist ein handwerklicher Alleskönner. Das ist natürlich ganz toll, ne? Weil ich ein bisschen Unterstützung bekomme und er auch Sachen sieht, die ich so nicht sehe. Ist schon schön. Es hat also auch ganz praktische Vorteile, nicht alleine durchs Leben zu gehen. So, jetzt kriege ich auch ein bisschen mehr Saft. Also jetzt bin ich doch mehr aufgeregt. Und ich habe die ganze Zeit schon hier auf dem eisernen Steg die Männer beobachtet. Aber ich glaube sogar, da vorne steht ein Herr mit hellem Haar. Das könnte er sein. Ich bin neugierig total. Ute hat heute ihr erstes Blind Date. Mit einem Herrn, der extra aus der Schweiz zu ihr gereist ist. Oh, ich glaube, du bist Wanda. Ich grüße dich. Wie geht's dir? Danke, ich hab dich gleich erkannt und es sind vielen Männern hier. Ja, das hab ich auch gleich. So eine Frau erkennt man auf Kilometer entfernt. Dankeschön. Ich hab mich gewundert, was diese Schlösser bedeuten. Wenn man sich sehr mag, ja, kann man sich hier mit dem Schloss verewigen. Aha. Ja. Gibt es das in der Schweiz auch? Ja, man sieht das etwa an Rücken. Ja? Aber ich habe mich nie darum gekümmert, was das eigentlich soll. Es fällt halt auf, den schönen Bund. Ja, genau. Der pensionierte Lehrer aus der Nähe von Zürich musiziert selbst gern, singt im Männerchor. Musik und Kunst, das ist seine Welt. Ja, das ist unglaublich. Das ist beeindruckend. Faszinierend. Sogar die Barthaare einzeln kann man erkennen, die Hände. Da hat man so das Gefühl, er hat den Pinsel wie einen Meißel im Marmor geführt. Ja. Also das ist fantastisch. Und vor allen Dingen auch der Blick. Die Farben, das gefällt mir. Also. Ja, und auch die Bäume. Aber ich kann nichts anfangen damit. Nee, das ist auch nicht ganz das, was ich jetzt unbedingt sagen würde. Das wäre schön. Ich bin natürlich auch nicht von der neuesten Generation. Ich schon mal gar nicht. Bei so viel Übereinstimmung, ist Walter vielleicht der Richtige? Gisela hat Hans überredet. Sie schauen sich heute eine Seniorenresidenz an. Herzlich willkommen, ich bin die Frau Hogenstein. Grüß Sie, Frau Grischow. Wir schauen uns eine Wohnung eines Ehepaares an, das Ehepaar Schneider. Toll. Sie wollen sich einen Eindruck verschaffen über Wohnungen für Paare. Ich denke, Voraussetzungen für unseres Wohnparks sind auf jeden Fall barrierefreie Wohnungen. Ja.
Ist so eine Wohnung für Gisela und Hans dann die Lösung, wenn einer von beiden pflegebedürftig wird? Dann zeige ich Ihnen mal das Schlafzimmer. Machen wir mal einen kurzen Blick rein. So. Schön hell. Aber würde Hans dafür sein geliebtes Haus verlassen? Jede Wohnung besteht aus einem Schlafzimmer, einem barrierefreien Bad und einer Küche. Und würde Gisela ihre Küche wirklich gegen diese hier eintauschen? Das Essen kommt auch hier von unserer Hauptküche. Also es wird. Wer nicht selbst kochen möchte, kann das Menü auch bestellen. Es ist schon gut. Rinderroulade sonntags. Ja, Sonntag ist ein Feiertag. Es ist was Besonderes zum Essen. Erste Eindrücke. Soll so ihre Zukunft aussehen? Vielen Dank nochmal, Herr Schneider, gell, dass wir uns die Wohnung mal anschauen dürfen. Also, tschüss. Tschüss. Ach Gott, wenn wir oben erstmal alles fertig haben, können wir verreisen. Aber obwohl, es ist ja hier auch wie verreisen. Ja. Barbara und Peter gönnen sich eine Pause. Das Haus ist zwar noch lange nicht fertig, aber sie nehmen sich bewusst Zeit, über sich und ihre früheren Partnerschaften nachzudenken. In der ersten Beziehung geht es um neue Ufer zu erobern. Ne? Haus bauen, Job, Kinder. Darüber verliert man sich und auch den Partner. Und zum Schluss geht es nur noch darum, dass es funktioniert. Und in der zweiten Beziehung, denke ich, kommt es nur darauf an, dass es um uns geht, dass wir glücklich sind, dass wir Gemeinsamkeiten vollziehen können. Wenn das Haus fertig ist, will Peter, der Seemann, mit seiner Barbara auf Kreuzfahrt gehen. Besuch an den Gräbern ihrer verstorbenen Partner. Hans erinnert sich an das erste Mal, als er mit Gisela hierher gekommen ist. Ich habe dann mit Freude festgestellt, dass sie in Bezug auf Tod und Friedhof eine ganz besondere Einstellung hatte. Als sie von sich aus gesagt hat, Hans, ich möchte mit dir an die Gräber gehen von deiner ersten, von deiner zweiten Frau. Und da habe ich ab diesem Moment gewusst, sie kann es nur ehrlich meinen. Ihre Liebe haben sie gefunden. Aber wohin genau ihr Lebensweg führen soll, das wissen sie noch nicht. Sternstunde für Ute. Endlich die lang ersehnte Motorradspritztour. Nicht mit Walter, dem Schweizer, sondern mit einem Bekannten, der ihr diesen Wunsch erfüllen will. Super, einfach spitzenmäßig. Zeit für eine Zwischenbilanz ihrer Suche nach Mr. Right. Es waren sehr interessante Begegnungen, die ich hatte. Und es waren auch interessante Männer, besonders auch Walter. Der war ja wirklich also sehr beeindruckend. Aber wie gesagt, ich möchte behaupten, also es hat noch nicht gefunkt, aber es ist mir sehr sympathisch. Ute will dranbleiben, Gas geben, auch noch mit 70 plus. Oh yeah. One more time. Einrichten bietet Stoff für Zoff. Heute geht's zum Baumarkt. Ich bin ja da. So, also mal gucken, was wir jetzt machen. Ja, jetzt na, erst mal alles kriegen. Mhm. Ne? Ute verwandelt ihre Dreizimmerwohnung gerne mal zum Catwalk. Gleich geht's nach Bad Homburg ins Tanzcafé. Dort will sie heute ihren Traummann finden. Jetzt geht's raus, wieder neue Abenteuer erleben und flirten und vielleicht Schmetterlinge im Bauch zu haben. Da freue ich mich darauf. Die ehemalige Büroangestellte sucht einen Abenteurer mit Niveau. Einer, der sie auf dem Motorrad mit um die Welt nehmen würde. Die Suche beginnt heute im kleinen Flitzer ihrer Freundin Anneliese. Single wie Ute. Siehst du auch wieder heute. Mal gespannt, was jetzt los ist. Ein Drittel der über 60-Jährigen in Deutschland sind alleinstehend. Die meisten davon Frauen. Manchmal dauert es ja lang, bis so ein interessanter Mann kommt. Ich glaube, manche Männer haben auch Hemmungen. Ja, das stimmt. Ich denke das mir, gell? Ja, das ist richtig. Das Tor zum Tanzhimmel öffnet sich für jeden. Der Eintritt ist frei. Oh, das ist ja
Oh, sieht toll, ist aber schon toll. Musik ist echt prima. Und über Männermangel kann man sich heute nicht beklagen. Aber das sind nicht die einzigen Verführungen, die hier locken. Oh, guck mal, sieht ja wieder echt lecker aus. Lecker, ja. Ja. Ganz schön. Wolfgang ist auch schon da. Oh, unser Platz ist frei. Hallo. 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 Schönen guten Abend. Ich grüße dich. Wolfgang ist heute solo hier. Seine Tanzpartnerin hat ihn versetzt. Und auch andere sind allein gekommen. Also ich finde, in unserem Alter ist es wirklich recht schwierig. Aber wenn, ich würde mich durchaus gern verlieben. Aber Liebe, wie du so schön immer gesagt hast, das war so ein herrlicher Spruch. Ach, genau. Ambulant, aber nicht stationär. Nee. Also lieber einen attraktiven Lebemann ab und zu treffen, als einen Mann, der nur eine Haushälterin oder Pflegekraft braucht. Auf keinen Fall zurück ins alte Rollenbild. Die Damen wollen ihre Freiheit genießen. Eine feste Beziehung nicht ausgeschlossen. Schmetterlingsgefühle über 50 Jahre. Ja, die erwarten wir. Sehr schwer. Ja, sehr schwer, aber die erwarten wir. Viele sagen ja, eine Beziehung, wo beide nicht zusammen wohnen, wäre viel besser, als wie wenn man den Alltag von morgens bis nachts zusammen hat. Ja. Ja. Du siehst nicht, wie einer sich auszieht, ob der Bauch da ist oder sonst irgendwelche Hände. Doch ist noch lange nicht zu Ende. Ja, das ist gut aus, oder? Ja. Sehr komisch aussieht. Hey, du müder Krieger, auf geht's, komm. Pfosten holen. Oh. Jetzt noch die Farbe aussuchen. Aber die Geschmäcker sind verschieden. Ich hätte wirklich lieber gerne diese Dickschichtlasur, weil die ist einfach stabiler. Die Farbe doch, streicht sich doch, hier doch, wie Wassergartenhaus immer genau so gemacht. Warum willst du mich denn jetzt durchsetzen? Ich meine, das. Weil ich klein bin, ich brauch das. War sehr witzig. Mit dem Garten. Ja, dann mach wie du willst. Ja, mach ich auch. Habe ich jahrelang geübt. So ein Stoffel. Ob sich das wieder einrenkt? Der Traumprinz ist Ute im Tanzcafé leider nicht erschienen. Jetzt will sie was Neues ausprobieren. Speed-Dating. Und vorher eine Stilberatung von ihrer Tochter Corinna. Sie war es auch, die ihre Mutter ermutigt hat, wieder nach einem neuen Partner zu suchen. Ja, aber ich tendiere zu dem Blauen. Wie sieht's aus? Ja. Oh, niedlich. Also ein bisschen was vom Nachthemd. Passt doch, hab ich doch gesagt. Hältst halt die Luft an. Geht's noch mit der Atmung? Wunderbar, da passen zwei von dir rein. Oh, das ist ja das sieht doch aus wie ein Geschenkbonbon. Muss der BH noch weg und sieht aus wie ein Geschenkbonbon, was der auspacken kann. Oh, ja, super. Am Anfang war es für mich nicht leicht, weil der Papa doch sehr dominant war in meinem Leben auch. Und ich habe ja niemand anders an ihrer Seite gesehen und da erlebt, also die ganzen Jahre hinweg. Und jetzt hat sie zarte Kontakte. Sie ist selbst auch noch ein bisschen unsicher und prescht noch nicht so vor. Aber sie knüpft Kontakte und ehrlich gesagt, ich finde es wesentlich schöner, wenn sie jemand an ihrer Seite hat, als wenn sie alleine bleibt. Jetzt. Und Ute, wie sieht's aus? Ja, das gefällt mir. Das sieht gut aus. Was meinst du? Ja, ist das richtige Kleid für Speed-Dating? Jetzt fehlt natürlich lediglich noch die Hautcreme, auch meine Sonnenbrille, noch ein paar Tabletten. Hans will das Wochenende bei Gisela verbringen. An und für sich freue ich mich, da rauszufahren jetzt. Weil da eine ganz neue Sonne aufgeht. Noch lieber wäre ihm, wenn seine neue Sonne zu ihm ziehen würde. Ich habe dieses Haus mit den eigenen Händen gebaut. Und eigentlich wollte ich in diesem Haus bis zum Ende aller Zeiten wohnen. Hans Haus, ein Potpourri voller Erinnerungen. Die gibt's ja. So ist viel netter. Ja klar, stimmt schon. Vor allen Dingen, man kann sich romantisch verabreden. Genau. Und jetzt der Erste, der zum Tanz bittet. Wird der Funke überspringen? Der Abend hat gerade erst begonnen. Es geht nach Paris.
will Gisela heute die Stadt der Liebe zeigen. Sie soll wissen, er meint es ernst mit ihr. Als Oberamtsrat hat Hans viel von der Welt gesehen. Reisen ist seine Leidenschaft. Gisela dagegen hat da noch einiges nachzuholen. So, mir geht's wunderbar, muss ich sagen. Ich freue mich so auf Paris. Das erste Mal in die Stadt der Liebe und mit dir zusammen, Hans. Das ist doch toll. Das Wetter spielt nicht. Ich wachse schon. Du wächst schon, ja, ist gut. Wir wachsen beide ein bisschen. Ach, toll. Die 5 Stunden von Mainz nach Paris vergehen fast wie im Flug. Hans hat eine Überraschung, ein Symbol der Liebe. Auf dieses Vorhängeschloss schreibt er ihre beiden Namen. Ein Plus musst du dazu, oder? Bitte? Ein Plus da vorne. Was ein? Ein Plus. Alter, schön zu verlieben, Nick. Und dann für das Schloss ein schönes Plätzchen finden. Auf der berühmten Pont des Arts, so wie es Liebespaare aus aller Welt hier tun. Ich habe einen passenden Platz gefunden. Ja, gut. Wenn du jetzt dich dafür entschließen könntest, würde ich dir die Hand führen, oder? Ja, kannst du machen. Ein Liebesschloss in Paris. Ob das hilft, dass Gisela nun wirklich bei ihm festmacht? So. Drück du sie bitte zu. Zack. So. Und jetzt? Und jetzt natürlich die Highlights, die bei keinem Besuch in Paris fehlen dürfen. Die Reise soll schließlich romantisch in Erinnerung bleiben. Zurück in Berlin. Ich hab den Plan. Ich hab den Plan. Oh, wie schön. Barbara plagt der Rücken. Die Freizeit der beiden Hausbesitzer besteht seit Monaten aus Heimwerkern. Auf dem Plan heute die Sachen für den Gartenzaun kaufen. Noch ist alles friedlich, aber der Baumarktbesuch. Ich bin standfest. Hans weiß, was er will. Mit seiner neuen Liebe zusammenziehen. Aber Gisela zögert noch. Du verwirrst mich immer wieder. Das ist wieder schön, ne? Du bist unentbehrlich. Barbara und Peter lieben sich seit einem Jahr und sind gerade zusammengezogen. Mann, ey, die stehen auch nicht, wenn ich das mache. Wie kannst du mich mal langsam, nur ehrlich? Und schon kommt's zu Missverständnissen. Und Ute ist noch auf der Suche. Wenn ich mir einen Mann backen könnte, dann wäre ich gerne ein Mann, der groß ist, stattlich und vielleicht noch ein paar Haare hat auf dem Kopf, wäre nicht schlecht. Come on, baby, light my fire. Come on. Single, zurück im Leben. Für Ute darf jetzt der zweite Frühling beginnen. Die Frankfurterin lässt sich nicht anmerken, was sie die letzten Jahre durchgemacht hat. Ja, weil ich mich wirklich gerne mal schick mache. Deshalb brezel ich mich ein bisschen auf. Seit kurzem hat Ute ein neues Hobby. Ich gehe sehr, sehr gerne tanzen. Ich bin wieder am Anfang. Ich muss wieder viel, viel üben. Und es macht einfach unwahrscheinlich viel Spaß. Die vergangenen Jahre hat Ute kaum an sich gedacht. Sie hat ihren schwerkranken Mann gepflegt. Letztes Jahr ist er gestorben. Nach 46 Ehejahren ist sie jetzt wieder allein. Ich habe meinen Mann sehr geliebt. Wir sind tatsächlich durch dick und dünn gegangen. Und wir haben uns wirklich und wahrhaftig gern gehabt und Höhen und Tiefen erlebt, wie das in jeder Ehe ist.
Jetzt will Ute nicht länger in alten Erinnerungen schwelgen. Sie möchte raus. Das Leben endlich mal wieder genießen. Was hier nach einer langen, glücklichen Ehe aussieht, ist in Wahrheit ein frisch verliebtes Paar. Der 84-jährige Hans aus Mainz hat sich die 11 Jahre jüngere Gisela geangelt. Vor ein paar Monaten beim Seniorentanz gingen sie auf Tuchfühlung. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt hier und entdecke plötzlich diese Dame da am Nachbartisch. Und ich habe gedacht, diese Blume, diese Ausstrahlung muss ich sofort mal zum Tanzen auffordern. Gisela war genau wie Hans alleine da. Mir hat von Anfang an gefallen, dass er charmant ist und gepflegt aussieht, gute Manieren hat und der Gentleman alter Schule ist. Hans ist der erste Mann, der Giselas Herz erobert seit dem Tod ihres Mannes vor mehr als 30 Jahren. Und vor kurzem hat auch Hans seine Lebensgefährtin verloren. Ja, und du müsstest jetzt noch mal, ob das halt mit dem Birnbaum hinkommt, dass... Barbara und Peter sind seit knapp einem Jahr zusammen. Die beiden haben sich im Winter ein altes Reihenhäuschen im Süden von Berlin gekauft. Es ist noch viel zu tun. Jetzt soll noch ein Gartenzaun her. Ja. Du, ich bin voll im Plan. Alles klar. Wir gehen mit der Liste und gut ist. Okay. Ich habe immer fertige Bilder im Kopf. Und wenn die nicht eins zu eins umgesetzt werden, dann bin ich nicht glücklich damit. Gut, alles klar. Die 52-jährige Floristin und der 10 Jahre ältere Rentner haben beide Kinder aus ihren früheren Beziehungen und sind geschieden. Mein erster war halt lustig und wir haben uns aber im Laufe der Ehe so in gegensätzlich entwickelt, sodass das einfach keinen Sinn mehr gemacht hat. Die Kinder waren groß und da habe ich mein Köfferchen genommen und bin gegangen. Ob das so geht, dass es mir nicht wieder auf den Kopf fällt wie letztes Mal. Ja. Du darfst loslassen. Mein Leben lief dann als Singlefrau mit meinen Freundinnen und meinem Beruf, war ich eigentlich voll ausgefüllt und habe nicht dran geglaubt, dass mich noch mal jemand wachküsst. Das ist wieder schön, ne? Du bist unentbehrlich. Siehste, ich werde gebraucht, juhu. Barbaras frotzelnde Art hat ihm von Anfang an gefallen. Er hat sie auf einem Filmset kennengelernt, wo beide als Statisten im Einsatz waren. Nee, da ist zu viel gerade. Mann, ey. Nee, noch da ein Stück. Ja, und er musste sehr hart um sie kämpfen. Sie hatte die Nase voll von Männern. Ich gebe dir gleich noch Dekonadeln. Manchmal war das sogar so weit, dass ich eben dann Tatsache, weil ihr Zweifel zu groß war, dann mich einfach aufs Auto gesetzt habe und mal runtergefahren bin und sie besucht habe, um sie zu überzeugen, dass ich es wirklich ernst meine. Und letztendlich ist es dann auch gelungen, ja. Peter hat sie dann sogar so überzeugt, dass sie sich schon nach 4 Monaten gemeinsam das Häuschen gekauft haben. So schön ein eigenes Reich auch ist,